Es wurde in der Nacht ein Verkehrsunfall gemeldet, wo ein LKW auf einen anderen aufgefahren ist. Daraufhin sind wir mit den Fahrzeugen sofort rausgefahren. Es wurde uns auch phonetisch durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass die mittlere und rechte Spur gesperrt ist. Daraufhin sind wir mit 3 Streifenwagen zusätzlich noch hier rausgefahren, haben dann die Unfallstelle gesichtet, dann mit unseren Einsatzmitteln die mittlere und rechte weiträumig mit unseren Einsatzmitteln abgesperrt und gleichzeitig noch 300 Meter weiter zurück den großen VW-Bus mit dem Vorwegwarner, das Mitte und rechts gesperrt ist, mit Unfall, bitte links rüberfahren, um dieses nochmal zusätzlich abzusichern. Dann kam kurze Zeit später die Mitteilung, dass ein Fahrzeug ungebremst in die Streifenbahn reingefahren ist, die noch zusätzlich den Unfall vorne aufgenommen haben. Der Kleinbus ist momentan laut Ermittlungen ungebremst in die Streifenwagen reingefahren, mit 6 Personen besetzt. Da sieht es aus, dass momentan laut Sachstand vom leitenden Notarzt wir 5 leicht verletzte und 1 schwer verletzte Person haben. Wie kann man sowas für eine Mehr wie wir hier machen? Kann man nicht mehr machen. Man sollte einfach langsamer fahren und wenn die Vorwegwarner rechts stehen, dann ist auch irgendwas und sonst stehen wir da nicht. Dann sollte man einfach mal vom Gas gehen und beobachten, weil wir weiter zurückstehen und nicht denken, ja, die stehen da einfach rum, wird schon nichts sein, wir können weiterfahren.